Der Horn ist auf dem Weg zu einem VIP-Talk. Ich mache das sowieso unheimlich gerne. Mich mit Menschen treffen, die reisen, aber auch was zu erzählen haben. Das muss nicht immer über das Reisen gehen. Aber in dem Falle ist es ein Mann, der gerne reist, der gerne gut reist. Er reist aber auch Economy. Und er hat einen Grund, warum er Eco zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa reist und nicht zum Beispiel in der Business. Das will ich erfahren. Warum ist das der Fall? Und er ist ein extrem großer Liebhaber von Starbucks. Wie der Hon. Guten Starbucks-Kaffee wissen wir, glaube ich, beide zu schätzen. Aber er liebt Starbucks noch aus einem anderen Grund. Und das will der Hon erfahren. Und damit herzlich willkommen beim VIP-Talk, Sebastian Bier. Panorama Lounge, Lufthansa, altes First Class Lounge, VIP-Bereich vom Airport. Eben noch von ihm gesprochen, jetzt bei mir in der Panorama Lounge im VIP-Talk. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen Sebastian Bier. Hallo, hallo Frank. Sebastian, du bist das erste Mal hier in der Panorama Lounge oder hattest du das Vergnügen auch schon mal hier zu sein? Weil ich habe ja schon erlebt, dass es oft zu war. Nee, ich hatte das Glück. Also ich war schon mehrmals hier. Ja, es ist oft zu, da gebe ich dir recht. Es ist ja leider feiertags- und wochenendstechnisch ist ja geschlossen. Nee, aber ich war schon öfter hier und ist für mich mittlerweile die beste Lufthansa-Business-Lounge hier in Frankfurt. Was magst du da besonders? Also was ist hier so die Atmosphäre, abgesehen davon, dass, auch wenn ich jetzt hier unser Bild gucke, das ist natürlich ein Traum. Man sitzt hier wie im Wohnzimmer, ja, also wie zu Hause. Was schätzt du an so einer Lounge? Was ist für dich da wichtig? Ja, wie du schon angesprochen hast, also Wohnzimmer-Atmosphäre, ich finde, hier kann man echt gut entspannen. Hier ist nicht dieser Stress wie in dieser A13-Lounge vorne. Hier oben drüber geht es ja noch in der Business-Lounge, genau. Aber es ist nicht dieses ständige Rein und Raus von Leuten und dieses, das überall Dreck rumsteht. Also ich finde, hier wird ein bisschen mehr drauf geachtet. Ja, die Qualität der Speisen finde ich besser, frische Sandwiches und sowas. Es ist schon qualitativ ein bisschen besser als das andere. Als Vielflieger, auf was legt man da Wert auf so eine Lounge? Also das heißt, wenn man zum Beispiel als Vielflieger unterwegs ist und man möchte, man hat einen gewissen Anspruch an sich selbst, welchen Anspruch setzt man zum Beispiel, um auch eine Lounge wie diese, die ja, wenn man so will, eine Vielflieger-Lounge angelegt ist? Es gibt ja noch die Business-Lounges, die Senatoren-Lounges, dann die First-Class-Lounges, wo du ja auch schon warst, da will ich auch noch mal kurz dazu kommen. Also auf was legst du besonderen Wert, was ist dir wichtig in einer Lounge wie dieser Panorama-Lounge? Also ganz ehrlich, bei dem Wetter duschen, das ist so das Erste. Ja gut, jetzt habe ich natürlich heute schon geduscht, ich komme ja eigentlich frisch an. Nee, aber gerade wenn man umsteigt oder wenn man lang unterwegs ist, dann schätze ich Duschen am meisten und gute Waschräume, gute Baderäume sowas, weil es gibt genug Lounges leider, Contract Lounges sowas, wo es das nicht gibt. Und das ist schon bei 30 Grad und dann die Flieger, man sitzt da oft rum, bevor es losgeht und schwitzt und sowas, dann ist das für mich mittlerweile fast die Nummer eins. Ja, dann Ruhe, wie wir schon gesagt haben, gemütliche Atmosphäre, nicht harte Stühle oder sowas oder so abgeranzte Tische und sowas. Das ist ja hier alles schon sehr gute Qualität. Und ja, dann das Essen, die Qualität, die Auswahl vom Essen, Getränke, ob es Eiswürfel gibt, Kleinigkeiten, ob es Zitronenscheiben gibt. Das ist heutzutage, muss man da schon, gibt es nicht überall. Das ist leider so, was du wahrscheinlich auch bestätigen können. Das ist vielen Ecken gespart wird dann, so Kleinigkeiten, die aber doch viel machen. Oder auch hier, so Sachen gibt es auch nicht mehr oft in guter Qualität. Diese Erfrischungstücher, die sind wirklich noch bei Lufthansa sehr hochwertig. Da gibt es viel Schlechteres. Also das sind so Kleinigkeiten, aber die machen dann so ein Gesamtpaket, finde ich. Okay, also das war relativ viel, aber im Endeffekt ganz normaler Grund- und Standardservice, der aber leider immer mehr verloren geht. Das heißt, wenn ich heute, ich sag mal, irgendwie in eine andere Lounge gehe, zum Beispiel die Starlines Lounge in Amsterdam, ja, die habe ich jetzt gerade aktuell getestet, musste feststellen, es gibt keine Duschen. Und ich meine, in einer neu gebauten Lounge, einer Starlines für Gold-Member, also für Menschen, die ja viel reisen, Business-Traveler, da vergessen die die Dusche in der Lounge. Wie ist sowas möglich? Was denkst du? Sparmaßnahmen. Das ist, ja, ich bin Realist, ich bringe das gerne auf den Punkt schnell. Man kann jetzt blumig drum herum reden, aber du siehst es ja selber, du hast ja auch schon oft in deinen Videos angesprochen, dass gerade in solchen
hochfrequentierten Flughäfen Amsterdam und Barcelona, dass da gespart wird. Klar, man kann sagen, man spart jetzt an einem Flughafen in, weiß ich nicht, in Polen oder so, in Krakau oder so, wo nicht so viel los ist. Aber jetzt an Amsterdam, dass man da eine Lounge ohne Duschen hat, sollen sie die wieder zumachen, würde ich fast sagen. Also, ja. Richtig oder gar nicht, das ist immer so. Also es fehlt sozusagen auch jemand, man hat immer, oder für mich, ich habe immer das Gefühl, dass sozusagen, ja, wie wir Hamburger sagen, der Fisch stinkt am Kopf. Wenn also praktisch oben nicht richtig geplant wird, kann es unten nicht funktionieren. Also kann man das sozusagen so sagen oder wäre das zu pauschal? Nee, da stimme ich zu. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aus Mitarbeitersicht, egal jetzt wo, wenn oben Mist gebaut wird, klar, ist man als Mitarbeiter motiviert. Da sinkt automatisch die Motivation, der Servicegedanke und... Es ist immer so, wenn oben angefangen wird, dafür kriegen die auch viel mehr Geld, dann ist das, die machen den Weg, sage ich mal, die ebnen den Weg, die legen den Boden und wenn da unten schon nichts richtig betoniert ist, sage ich mal, dann kracht alles ein. Ne? Wie motiviert man heutzutage Mitarbeiter, die ja auf der einen Seite, wie ich mitkriege, ich will mal ein Beispiel Hamburg sagen, du hast ja, bist ja, das darf ich erwähnen, einer meiner Follower, die gerne auch mal sehen, wenn ich ein bisschen Tacheles rede. Ne? Und das kommt ja eben das ein oder andere Mal auch vor. Leider muss ich sagen, weil ich würde ja lieber gerne nur positiv berichten. Also ich habe ja eigentlich immer mehr Freude daran, wenn ich was Schönes finde. Dann gucke ich andere Kanäle. Genau. Sam Chewy. Wobei, letztens habe ich gesagt, Joe Suey. Nein, das darf man gar nicht sagen. Wir haben überhaupt noch nicht was zu trinken aufgemacht. Jetzt muss ich mal das Mikrofon mal so hier hinstellen. Ich muss mal sehen, hält das überhaupt? Wenn nicht, muss ich das irgendwie anders organisieren. Warte mal, ich mache uns jetzt auch erstmal. Ich kann das auch. Ach ja, pass auf. Pass auf, du hältst mal das Mikro. Machen wir so, ja. So, wir tauschen mal die Situation. Ich muss immer da oben reinsprechen. Okay. Du musst mir da so hinlegen. Genau. So, ich mache uns jetzt erstmal hier so ein Ding auf. Du hast ja uns was geholt, ein schwedisch Cider. Genau, Apple Cider. Spricht man das Cider aus? Ich bin ja aus Deutschland, ich sage Cidre. Cidre, ja. Wir sagen ja Apfel, ja, das ist ja französisch. Appleboy, ja. Appleboy. Der Mann kennt sich aus, ist ein Go. Da habe ich uns hier so ein bisschen Eis noch mitgebracht. Ja. Das ist jetzt natürlich. Aber der ist echt gut. Das ist sagen, das so das Sommergetränk hier. Also nicht zu süß, ne? Nee. So, warte mal. Auch nicht zu viel Alkohol. 4,5% hat er. Das ist okay, das kann man machen. Nee, du weißt ja, ich würde jetzt natürlich lieber ein bisschen Champagner vorziehen. Ja. Aber so weit sind wir noch das nicht. Kommt noch, ja. Das kommt noch. Ich bin ja dabei, das einzuführen, dass also auch die Vielflieger, also FTL-Lounges und Business-Lounges auch mal wieder ein Gläschen Champagner kriegen. Ja, wie ich sag mal, Vorbild Air France. Ne? Ich meine, bei Air France gibt es in der Economy gibt's, Champagner. Warum nicht? Ja, es geht, ne? Es ist immer die Frage des Anspruchs. Mhm. Also was will ich meinen Gästen Gutes tun? Mhm. Also will ich denen sozusagen, will ich sie verwöhnen? Mhm. Oder wie ich gesagt habe, bin ich Gastgeber oder Dienstleister? Mhm. Wenn ich Gastgeber bin, ist es ein ganz anderer Schnack, als wenn ich ein Dienstleister bin und verdiene damit Geld. Gastgeber, der macht das Beste für seine Gäste, weil er natürlich will, dass sie gut über einen reden und dass sie wiederkommen. Mhm. So. Ja, da kann ich mal wieder was von mir selber. Ich war jetzt letztens in der Türkei, das weißt du wahrscheinlich, Istanbul so, unterwegs. Ich gebe wieder rüber. Da ist das ja viel mehr mit Gastgeber und so in den Hotels und so. Ich habe da immer tolle Erfahrungen. Klar, die Wirtschaft ist im Moment ziemlich unten. Es ist für uns günstig. Aber was die Leute sich da Mühe geben in Hotels, und da wird auch alles für einen gemacht. Also, da habe ich echt gute Erfahrungen. Das ist dann, wenn man da wieder nach Deutschland oder UK oder so Frankreich, ich bin ja bei Hilton unterwegs, wenn man da wieder hingeht, ist das eher... Geht's runter. Ja. Das ist schade. Aber woran liegt das, dass der Bruch, ich sag mal Beispiel Griechenland, ist ja auch so ein Thema. Mhm. Viele haben gedacht, Griechenland, oh, wenn ich da hinkomme in so eine Lounge oder an so einen Airport, dann ist das völliger Mist. Und es war total überraschend, wie ich geschrieben habe, die beste Business Lounge überhaupt, weil der Service so unglaublich toll war. Die Qualität des Essens war so außergewöhnlich toll. Wie ist das dir? Hast du das auch so erlebt? Ja, ich war ja dann auch kurz nachdem du dort warst, jetzt vor kurzem. Erstmal zum Wohl, ich will ja mal probieren jetzt, wie das ist. Ja? Ist ein Go. Ist ein Go. also ich kann dasselbe sagen. Ich war dann auch, wir waren ja ziemlich zeitgleich dort. Du warst so kurz vor mir dort und dann war ich danach nochmal da. Also
die Auswahl ist gar nicht so riesig. Es ist nicht so, dass die fünfmal mehr anbieten als hier, aber das, was sie haben, ist klein, aber sehr fein. Das kann man so sagen. Und auch die Mitarbeiter am Eingang, beim zweiten Mal hat sie mich nur wiedererkannt, weil ich da auch hier, ich bin jetzt nicht so professionell wie du unterwegs, aber auch hier mit Instagram und Foto machen und so, hat sie mich wiedererkannt. Und also alle nett, alle. Die haben aus Versehen meinen Tisch abgeräumt, als ich auf Toilette war. Die Toilette ist ja leider draußen, das ist das einzige No-Go. Ne? Aber da haben sie meinen Tisch abgeräumt, obwohl da noch so ein bisschen was war. Und da habe ich das gesucht, dachte mir, okay, ich will jetzt hier nämlich Ärger machen oder so. Und da, ich habe dann nur gesagt, ja hier, ich wollte noch weiter essen. Und oh, da haben sie sich entschuldigt. Und dann kamen da drei Leute und haben mir alles wieder gebracht. Das erlebst du doch heutzutage fast nirgendwo mehr. Das ist, nee, also da bin ich auch immer wieder gerne. Das ist... tolle Lounge, genial. Da sollten wirklich auch andere Dienstleister aus dem Verkehrsbereich mit Lounges sollten auch mal ihre Mitarbeiter hinschicken. Da kann man viel lernen. Naja, ich sag mal, für mich war es überraschend, dass also eine Catering-Firma, die dort völlig regional zu tun hatte, also nicht LSG, nicht Do & Co., nicht Dinata, sonst, sondern wirklich eine Dienstleister- oder besser gesagt Gastgeber-Catering-Firma geworden ist. Eine Lufthansa-Mitarbeiterin aus Frankfurt, die dann nach Griechenland gegangen ist und das alles aufgebaut hat mit einem regionalen Caterer zusammen. Das hat mich völlig überrascht, dass dort beim Frühstück bis zum Mittagessen eine so hohe Qualität war. Dass man also sagen kann, allein der Besuch dieser Lounge ist es wert, dann mit einer Star Alliance zu fliegen, ja, weil man kann ja auch Aegean fliegen. Die Lounge ist ja auch in Ordnung, die machen ja auch eine gute Qualität, aber die toppen das nochmal, weil diese frischen Suppen, die da machen, das war so exzellent lecker. Und ich bin ja ein Suppenkasper, deswegen war das also fantastisch, das überhaupt dort so zu erleben. Ne? Das war schon fantastisch. Mal gefragt zur besten Lounge, also für mich ist das eine der besten Business Lounges weltweit. Welches die du bisher gesehen hast, welche ist für dich die beste? Sie ist wahrscheinlich, ich weiß, die beste ist immer so Ansichtssache. Es hängt ja auch mal sehr vom Tag, von der Lage ab und so, wie jeder drauf ist. Es ist ja immer, es ist genau wie ein Hotel. Ein Hotelbesuch kann super sein, das nächste Mal kann er wieder schlechter sein. Es ist schwer zu sagen, was nun wirklich die beste ist, aber sie ist auf jeden Fall in den Top 3. Sonst, ich bin immer sehr zufrieden bei Swiss. Ich bin ja nur FTL bei Lufthansa, also ich habe ja noch nicht so viel Zutritt zu anderen Lounges. Kommt jetzt bald mit dem Goldstatus, aber was ich bisher sagen kann, also ich bin bei Swiss immer sehr zufrieden. In Zürich die neue Lounge, die neue Business Lounge im Schengen-Bereich, auch Non-Scheng. Also Swiss ist für mich ein Standard, ich hoffe, der bleibt so, aus meiner FTL-Sicht zumindest. Ich weiß, du hast ja eine andere Geschichte mit dem Hon Circle Service, Zürich und so, aber... ja, sonst es sind meist doch dann die Airline-Lounges. Ich würde sagen, ich müsste stark überlegen, eine Contract-Lounge, die, wo ich sage, die war wirklich top. Doch in Belgrad. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hatte ich dir mal geschrieben, da meintest du, da musst du vielleicht auch mal hin. Die war auch, ich hatte keine Erwartungen in Belgrad, das war eine Contract-Lounge, bin ich dann auch Business geflogen, da hatte ich Zugang. Wunderbar, also wie von Oma zu Hause gemacht, so richtig so serbische Spezialitäten, so Balkansachen. Immer geputzt, waren auch nur 2-3 Leute, aber wunderbar, also so, das ist immer toll, wenn man keine Erwartung hat und dann geflasht wird, ne? Das ist... Das finde ich persönlich auch immer das Allerschönste, also dass man wirklich, deswegen war so Griechenland für mich wahrscheinlich so besonders extrem, weil ich natürlich gedacht, oh Gott, du weißt ja, du hast das Video gesehen, ich stand vor der Lounge und habe gesagt, um Gottes Willen, eine Business Lounge in Athen. Naja gut, was soll es da jetzt geben? Da gehe ich da mal rein. Und dann komme ich da rein und dann kommt da ein Empfang und dann kommt da ein Essen auf mich zu. Und ich meine, die ist ja winzig eigentlich. Das ist ja, wo ich sage, die ist viel zu klein. Ne? Aber das, was man eben dort geboten bekam und dann natürlich, weil ich ja auch on Circle bin, wurde ich sozusagen, hatte ich dann noch die Möglichkeit, diese Information des Announcements zu bekommen. Also das heißt, dass ich als Letzter einsteige oder als Erster einsteige. Okay. Und das haben die dann für mich organisiert. Auf Nachfrage oder also du wolltest das oder haben sie das automatisch gemacht? Das haben sie bei mir ganz automatisch gemacht. Die kamen sofort zu mir und haben gefragt, möchte ich sozusagen als Erster oder als Letzter einsteigen? Und da habe ich gedacht, wow, in einer Business Lounge von Lufthansa ist das gibt's dort eigentlich gar nicht. Das gibt's weltweit nicht. Das ist ja noch nicht mal, wenn ich zum Beispiel hier in der First Class bin, zum Beispiel heute Morgen, ja, und ich hätte jetzt einen Anschlussflug, dann muss ich selbst gucken, wo ich bleibe. Also es gibt leider eben nicht die Möglichkeit, wenn es nicht eine Außenposition ist, außer im FCT drüben, da werde ich natürlich dann begleitet. Aber auch da, deswegen schätze ich auch den Hon Circle Service bei der Austrian so, weil wenn ich da in der Lounge sitze, kann ich ganz normal meine Dinge machen. Irgendwann kommt, wie ich immer sage, eine zarte Stimme auf mich zu, in Rot, und steht vor mir und sagt, Herr Schröder,
oder? Wollen Sie einsteigen? Wir würden Sie gerne zum Gate begleiten. Das ist natürlich ein Traum, oder? Würdest du da auch schätzen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also Austrian, ich bin noch leider noch nie so oft geflogen. Auch erst ein oder zweimal Business. Das Essen ist top. Aber aus meiner Sicht, also die Business Lounge in Wien, will ich nicht ganz warm mit. Das ist so getränketechnisch super. Ich mag ja mit so kleinen Fläschchen und sowas. Ist mir lieber als ein Automat oder sowas. Ist mir immer fünfmal lieber. Genau wie hier. Es ist echt top. Aber so morgens beim Frühstück war ich dann in der normalen Business Lounge. Es gab halt nur Scrambled Egg, also Ei-Speisen. Und dann auch, sie hatten auch so eine Fläche, also so eine Wärmefläche, aber zweimal das Gleiche nebeneinander. Da war ich nochmal da, später am anderen Tag auch zweimal das Gleiche. Das finde ich ein bisschen wenig. Dann so 5, 6 Brotsorten, alles super, tolle Qualität, aber so die Auswahl, kann man noch 1, 2 Sachen mehr machen. Aber sonst, also Austrian, doch, fliege ich auch gerne mit. Also es ist, aber Swiss ist, glaube ich, so immer noch mein Favorit aus der Lufthansa Group. Naja, Swiss auch bei mir, weil, wie soll ich das sagen, das sind, ich finde die Purser zum Beispiel auch gut, die machen einen tollen Service, denn ich meine, das muss man ja auch nochmal ganz klar wissen, da bin ich ja gerade dran, mein neuer Hashtag, der Purser-Trainer. Der Purser? Ich wollte die Reaktion von ihm erleben. Ich mache jetzt also wirklich was, eine neue Videogeschichte, der Purser-Trainer. Aber das bist nicht du, oder? Doch. Ich weiß es. Ich sag dir auch warum. Es steckt folgende kleine Idee dahinter. Die Idee ist ja, dass zum Beispiel ich rausbekommen habe, dass der Purser eigentlich derjenige ist, der ja der Leiter für die Kabine ist. Also alles, was mit der Kabine zu tun hat, ist der Purser. Der muss darauf achten, dass die Kabine sauber ist. Der muss darauf achten, dass die Toiletten sauber sind. Der muss darauf achten, dass das Catering komplett an Bord ist. Also der hat viele, viele Aufgaben. Der hat das, also die Overhead-Bins, ja, also diese Gepäckablagen, dass da sauber ist. Das ist ja etwas, was du zum Beispiel bemängelst, ja, dass dort oft sehr schmutzig ist. Ich habe das jetzt gerade in einem Video gerade aufgenommen, okay, auf einem Flug, auch mit Austrian, auch dort extrem schmutzig. Ich habe gedacht, wie ich mit dem Lappen da drüber bin, ich habe dir erst gedacht, na komm, der übertreibt vielleicht. Aber das war wirklich Realität. Ich habe es nicht fassen können und habe das sozusagen mit in diese Videogeschichte eingebaut, dass es eben auch dort mal sauber gemacht werden müsste. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe so einen Top-10-Aufgabenkatalog mir einfallen lassen. Nehme ich einen Katalog mit also 10 Punkten, was der Purser eigentlich machen muss. Und bin jetzt dabei, jetzt seit ungefähr 20 Flügen, sammle ich die Erfahrungen mit Purser. Also der Purser muss zum Beispiel, wenn ein Senator kommt oder auch ein Horn Circle, speziell bei einem Horn Circle, muss er hinkommen und sagen, schönen guten Tag, zum Beispiel Herr Schröder, sagt, schönen guten Tag, Herr Schröder, wir begrüßen Sie sehr herzlich an Bord und wir möchten ganz gerne, Mensch, hallo, grüß dich. Ja, die Welt ist klein und fein, wir machen gerade einen VIP-Talk. Schön. Und genießen, sind schon zwei VIP hier. Quatsch. Lange nicht mehr gesehen. Ich meine, wir begrüßen sehr recht herzlich in unserem VIP-Talk den Frankfurt Flyer. Da kannst du gucken, sag kurz Hallo. Wo bist du hin? Auf welchem Weg bist du? Ganz kurz nach Wien. Mit Austrian oder mit Lufthansa? Am liebsten Privatjet. Nee, Spaß, nur mit Austrian heute. Nee, ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ja, sehr nett. Um was geht's heute? Was für ein Thema habt ihr? Wir haben alle Themen. Im Talk mache ich ja immer gerne so alles, was drumherum ist und freue mich. Sauberkeit, wie du schon siehst hier. Wir haben Gläser und da gibt es viel. Ja, ja. Ja, wie ist das für dich, Sauberkeit? Ist das wichtig? Ja, klar. Ist doch wichtig. Ja, natürlich. Guckst du Gläser an, wenn du sozusagen was draus trinkst oder nicht? Die sind hoffentlich desinfiziert, ne? Also mit Alkohol. Ich mache schon mal auf den Weg, weil es Bonnie geht in 3 Minuten los. Also, gute Reise. Ja, mach's gut. Habt eine tolle Zeit. Ja, schön, dass du da warst und Hallo gesagt hast. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. Das kann man alles in der Lounge erleben, das vom Blog Frankfurt Flyer. Ich sag mal, wir hatten, um das Thema Vielflieger zu machen, auch so eine kleine Auseinandersetzung letztens und haben auch über das Thema Vielfliegen und was damit zu tun hat. Er hat eine andere Meinung, wie ich eine Meinung habe, was sehr wichtig ist. Ich schätze immer, wenn auch jemand eine andere Meinung hat, deswegen, das ist das für mich immer kein Problem. Ja, lebt die ganze Diskussion und das Ganze. Ich meine, ich bin der Tollste, das reicht mir nicht, ja, sondern da will ich auch Reibung, ja, und Reibung also erzeugt Unterhaltung und Unterhaltung ist das, was sozusagen, wenn ich heute einen Blog habe, dann sollen die Leute auch unterhalten werden, denn ich meine, dafür machen wir das ja. Ja, klar. So, wir haben
Wir waren, das hat er mich natürlich aus dieser Geschichte, wir waren gerade bei einer Sache, wo ich gesagt habe, der Pörser-Trainer. Also erwarte ich, dass zum Beispiel die sagen, ja, schönen guten Tag, Herr Schröder, wir freuen uns, dass Sie an Bord sind. Was können wir noch für Sie Gutes tun? Wenn wir irgendwas Besonderes für Sie tun können, dann sagen Sie uns Bescheid. Wenn du so begrüßt wirst, wie fühlst du dich dann? Direkt positiv. Es wird ein guter Flug, oder? Das wird ein guter Flug. So, und ich sag mal, von 10 Pörsern machen das vielleicht bei Lufthansa noch 2. Währenddessen bei Swiss von 10. Bei Austrian von 10, 9. Und ich meine, das kann doch nicht sein, dass bei Lufthansa der Service aufgehört hat. Deswegen ja auch Make My Business Class Great Again. Das kam doch hier unsere Idee, ja? Das ist Copyright, Sebastian. Da habe ich gesagt, wie könnte man das denn nennen? Und dann hat er gesagt, Make My Business Great Again. Da habe ich gesagt, das ist natürlich sehr polarisierend und passt aber, ist ja wichtig. Und deswegen habe ich diese beiden Hashtags sofort adoptiert und habe gesagt, wir machen Make My Business Class Great Again und Make My Business Great Again. Also Hashtag, da findet ihr auch andere, die posten, ihre Erfahrungen posten, das Negative, aber auch natürlich Positives. Denn es geht ja darum, etwas zu verbessern. Und ich habe gesagt, ich verlange guten Service. Und das beginnt natürlich beim Parser. Wenn der also schon anfängt, schlechten Service zu machen, weiß ich schon, was kommt. Dann bleibt der Vorhang offen. Das bleibt bei Austria nie. Ja, vor allem, das ist auch die Sache. Mit Freundlichkeit und Service kannst du viele andere Sachen auskaschieren. Ich merke das auch immer bei Hotelaufenthalten. Wenn ich von Anfang an am Check-in perfekt begrüßt und herzlich einfach von innen her begrüßt werde und behandelt werde als Status-Member, dann ist mir das auch egal, auch wenn mal beim Essen was nicht so richtig ist oder auch wenn mal ein Glas dreckiger ist und so Sachen, so kleine, die sind dann viel mehr okay, der Service war top. Weil das ist im Grunde das, was ja jeder erstmal als Gast haben will. Gerade wenn er einen Status hat, aber auch nicht. Aber so guten Service verdient jeder. Und da lassen sich viele andere Sachen, die dann vielleicht nicht perfekt sind, auskaschieren. Also das ist meine Ansicht. Bin ich also 100% bei dir, weil ich immer finde, dass man gerade mit solchen Sachen auch etwas, was vielleicht nicht so rund läuft, was vielleicht heute vielleicht auch mal schlecht ist, nur heute, sonst ist es vielleicht gut, das kann man ausgleichen. Und dafür sind wir Menschen. Das heißt also, diese Kommunikation, das Sprechen, darum treffen sich ja Menschen gerne, um miteinander zu sprechen. Und wenn man das aufgehört hat zu leben, dann hört natürlich auch der Service auf. Und bei Swiss war es eben besonders deutlich zu erleben, weil die hingegangen sind und haben bei mir zum Beispiel auch manchmal so kleine Kärtchen hingestellt. Okay. Da stand dann drauf, herzlich willkommen, Herr Schröder. Oder herzlich willkommen, der Hon. Instagram gesehen, ja. Oder sie auf was gemalt oder so. Ja, so. Ja. Ja, ja. Es gab wirklich immer irgendwelche Besonderheiten. Oder ich sag mal, bei einem auch Lufthansa-Flug, da sind wir geflogen mit Lufthansa in der First nach Singapur. Da hat der Pörser auf die Speisekarte draufgeschrieben, sehr geehrter Herr Schröder, wir freuen uns, dass Sie an Bord sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und nun wählen Sie bitte aus unserem Menü aus. Ich meine, das ist doch ein Traum. Mit wenig viel bewirkt, so würde ich das sagen. Das ist eine Sekunde Arbeit und es ist ein Go. Ja. Ja, das ist leider, Service müsste allgemein viel höher geschrieben werden, bei nicht nur in der Fliegerei, auch allgemein in ganzen Dienstleistungsunternehmen. Das ist schade, gerade bei uns irgendwie, wo das sehr abhanden kommt die letzten Jahre in Deutschland oder Europa so allgemein. Asien wirst du ja wahrscheinlich selber sagen können, da ist Service noch viel höher als bei uns. Auch wo ich war, Türkei, das Beispiel, ist auch immer noch viel besser als hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das hier nur noch runtergeschraubt wird, alles auf Kosten sparen und Motivation sinkt natürlich automatisch und dann ist auch kein Service mehr möglich. So würde ich das sagen. Da komme ich zu einer Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Nämlich am Anfang, wo der Sebastian noch gar nicht da war, das heißt auf meinen Teaser hinbezogen, warum fliegst du Economy? Weil ich fliege ja Business, um auch einen gewissen Service zu haben, aber du fliegst bewusst Economy, weil du, ist das Fakt, weil du sagst, ich sitze im selben Sitz, wie ob ich in der Business oder da sitze, habe ich das Gleiche. Das ist für mich kein Business-Service und im Endeffekt auch preislich sind ja manchmal 500, 600 Euro dazwischen. Das lohnt sich einfach nicht. Also was sind deine Gründe, warum du zum Beispiel auch jetzt, vielleicht weil du dann auch noch sagst, das ist ja auch günstig, das nehme ich natürlich völlig, völlig klar. Aber jetzt mal nicht vom reinen Geld abgesehen oder von der Situation, denn es gibt ja auch leider keine Meilen mehr für diese, auch für Business Class gibt es nicht unbedingt jetzt mehr diese Top 2000 Meilen, 3000 Meilen, sondern du kriegst manchmal für ein Business Class 750 Meilen. Ich meine, das ist ein Witz. Für einen Flug, der ja über 1000 Meilen zum Beispiel wäre. Ne? Also warum sagst du eher Economy statt Business? Wie du schon gesagt hast, viele Gründe. Also zum einen, mir ist es finanziell nicht wert, in Europa, gerade jetzt hier Lufthansa Group, viel Geld für Business auszugeben, weil ich, wie du sagst, nicht den Gegenwert bekomme. Es fängt bei den Sitzen an. Wie gesagt, ich habe letztens eine kleine Rundreise Turkish Airlines gemacht.
Es ist perfekt. Man zahlt einen Bruchteil, würde ich wirklich fast sagen, für die Flüge in Business in der Türkei. Im Gegensatz zu innerdeutsch. Und man kriegt einen Drohnen, sage ich mal, als Sitz. Man bekommt perfekten Service. Das Essen super frisch, toll. Richtiges warmes Menü auf einem 40-Minuten-Flug von Istanbul nach Ankara. Das vermisse ich hier. Bekomme ich hier von Frankfurt nach Berlin 2 Stückchen Käse und ein Brötchen und es ist lachhaft. Und ja, aber gut, wir wollen ja die Sandwichboxen, das sagt der Lufthansa. Ne? Das hatten wir schon angesprochen, ne? Du in einem Video. Ne? Das ist ja schade. Ja, und das ist es mir nicht finanziell wert. Selbst, also ich fliege Economy. Größtenteils, gerade Lufthansa und Group. Es gibt zwischendurch Angebote, da nutze ich auch Business. Ich weiß, ich habe zum Beispiel in Madrid habe ich ein Business-Angebot jetzt für Anfang nächstes Jahr gebucht. Das geht dann von Leipzig, München, Frankfurt, Madrid in Business. Es war richtig günstig, Klasse J, es gibt auch ein paar Meilen und so. Nicht die Welt, aber wie gesagt, es gibt was. Zu den Meilen auch nochmal, ich sammle ja bei Ethiopian Airlines, Star Alliance Member sammle ich meine Meilen und das ist schon lachhaft, wenn ich da manchmal vergleiche, dass ich für einen Businessflug bei Lufthansa direkt weniger Meilen bekomme, als wenn ich diesen Lufthansa-Businessflug bei Ethiopian eintragen lasse. Da bekomme ich mehr Meilen, da bekomme ich, glaube ich, 150-200%, und je nachdem, welche geringe Buchungsklasse das ist, bekomme ich bei Lufthansa einen Bruchteil davon. Das ist also das heißt, es gibt eine Menge Gründe, warum man Economy fliegt, eben nicht nur des Preises wegen, sondern eben weil auch hier gewisse Leistungen nicht mehr bedient werden, die es vielleicht noch wert sind, bedient zu werden. Ich habe ja jetzt das erste Mal einen Eco-Lite-Tarif gebucht und habe da ja meinen Albtraum miterlebt, weil ich wollte dann als von Circle den Eco-Lite-Tarif upgraden. Das war auf der einen Seite einfach, aber auch hochkompliziert. Weil, was habe ich gemerkt? Ich konnte feststellen, dass das Miles-and-More-System gegen uns arbeitet. Selbst auch als Hans Circle. Weil ich bekomme keine Information zum Beispiel, welcher Flug auch in Ecolite, zum Beispiel jetzt von Wien nach Hamburg als Beispiel oder von Barcelona nach Hamburg, dass ich sagen würde, gibt es den Flug am Dienstag um 15.30 Uhr, kann ich den in Ecolite buchen und bekomme ich dafür ein Upgrade? Da sagen die, keine Information. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Also, dass ich sozusagen gar nicht informiert werde. Ich muss erst den Flug buchen. Wenn ich den Flug gebucht habe, bekomme ich vielleicht schon eine Möglichkeit, das Upgrade durchzuführen. Aber es kann auch sein, dass es erst am Tag des Abfluges geht. Und was brauche ich denn als Horn Circle? Ich brauche doch Buchungssicherheit. Ich muss doch wissen, dass ich sozusagen auch wirklich in Business fliegen kann, wenn ich schon Eco buche. Nein, die wissen natürlich, dann kann der eben Business buchen, der braucht ja nicht Eco buchen. Und ich meine, das kann doch nicht sein. Vor allem Eco-Lite-Tarife kannst du ja auch nicht erstatten lassen. Das heißt, du bist dann eh der Gelackmeierte, weil du hast den gebucht. Es ist ja kein Flex-Tarif, First-Tarif, sonst was. Du kriegst nichts wieder. Ich habe jetzt letztens einen Flug wieder storniert. Der war auch nicht teuer in Buchungsklasse K, die günstigste. Man bekommt Steuern wieder, aber auch nicht alle. Irgendwie Airport-Steuer nicht oder sowas. Ich habe dann irgendwie 12 Euro wieder bekommen und habe damals 70 bezahlt. Also man muss sich diese Dinge überlegen. Also ja. Wenn man das bucht, es gibt zwar diese Möglichkeit der 24-Stunden-Stornierung, dass du also innerhalb von 24 Stunden alles zurückbekommst, aber ich bekomme eben nicht innerhalb von 24 Stunden eine garantierte Upgrade-Bestätigung, auch nicht als von Circle. Und das empfinde ich als jemand, der ja der High-Price-Kunde bei Lufthansa und Group ist, finde ich das ein No-Go, weil ich sage, es müsste zumindest uns gegenüber die Möglichkeit geben, also treuen Kunden, dass man sagt, komm, der fliegt ja sowieso sehr viel Business oder sehr viel First, dass man dem zumindest die Möglichkeit gibt, dann auch ein garantiertes Upgrade zu geben. Also es funktioniert, aber eben auch nicht. Und das finde ich dramatisch. Und ja, das ist frech schon teilweise, weil wie gesagt, es ist nicht irgendeiner, es ist nicht jemand, der zum zweiten Mal Lufthansa fliegt und da kann man sagen, gut, aber jemand, der so viel fliegt, genau wie Senatoren ja auch viel, das ist, ja, es ist schade, es ist traurig eigentlich. Überhaupt, Miles & More, meintest du, arbeitet gegen uns, ich war gestern noch auf der Website, das hat mich eingeloggt bei mir. Es ist auch mittlerweile schwer, ein Kontaktformular oder sowas herauszufinden. Ich habe meine Telefonnummer, meine FTL-Nummer, die habe ich ja hinterlegt, da kann ich anrufen. Aber so überhaupt ein Kontakt, ich habe mich beschwert über irgendwas, weil ich irgendwo keine Meilen mehr sammeln konnte. Ein Partner im Online-Shopping war weg, eBay oder so war das. Ja, wieso ist der auf einmal nicht mehr auffindbar? Haben sie wahrscheinlich gestrichen. Ich habe das Kontaktformular nicht gefunden. Da steht, ja, Sie können sowas auf der Website, Sie können jetzt alles alleine lösen. Hier ist Ihre Online-Hilfe, Ihr Online-Roboter, der hilft Ihnen im Thema Flug. Ich will einfach nur ein Kontaktformular. Man findet es nicht. Das ist unglaublich.
Man soll sich selber helfen mittlerweile. Alles selber helfen. Das ist schade. Naja gut, in diese Zeit gehen wir. Damit muss ich leider. Auch da haben die Menschen, die Flieger speziell, aber auch Reisende, sich nicht artikuliert genug. Es hätte viel früher einen Protest geben müssen. Ich habe ja wirklich bei allen Dingen, ich habe ja immer protestiert. Es nutzt aber nichts, wenn sozusagen nur der Horn schreibt oder jetzt auch du schreibst mal, das ist zu wenig. Es müssen eigentlich täglich 100 Beschwerden eingehen und erst dann funktioniert es. Ich sage mal ein aktuelles Beispiel. Ich habe diesen Flug, da habe ich am Anfang kurz angesprochen, da bin ich davon weggekommen, bin ich mit Austrian nach Hamburg geflogen und ich habe ja in einem Video gesagt, wenn das nächste Mal der Bus voll ist, steige ich nicht ein. Und es war so. Ich habe also ein Video darüber gemacht, ganz aktuell, der Bus in Hamburg, ich kam in Hamburg an, es hat geregnet wie kleine Mäuse. Ich war in der Austrian Business Class, ich bin also aus diesem Flieger, wollte ich raus, da war eine Treppe, die war noch nicht mal überdacht. Und da habe ich gesagt, ist gar keine Überdachung da. Wieso das nicht? Okay, also ich durch den Regen durch und sehe, unten ist also der Bus voll. Also wie im Viehtransport, ja? Also habe ich gesagt, ich steige in diesen Bus nicht ein. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich wollte das wissen. Ich wollte ja wissen, was passiert. Also kam dann die Busfahrerin. Also entweder steigen Sie jetzt ein oder ich fahre los. So ging das schon los. Okay. Da habe ich gedacht, okay. Und wie das zu Ende ging und was da los war, das guckt ihr euch bitte bei einem Video an, weil es ist ein Sensationsvideo. Es ist wirklich witzig und es gab Menschen dabei, die mich überrascht haben und Menschen, die mich enttäuscht haben. Das wird noch sehr, sehr spannend. Bin ich ja mal wieder gespannt. Das kann ja nur ein Go werden. Kommen wir nochmal zu etwas, was ich ja auch angesprochen habe. Und ich finde, damit hätte man schon mal so eine kleine Endrunde jetzt heute für unseren VIP-Talk hier in der Panorama-Lounge. Du bist ja auch wie ich ein Starbucks-Fan, ja? Und ich meine, wir leben ja heute im Social Media. Da darf man sowas sagen. Wir machen dafür keine Werbung. Ich will das nochmal deutlich machen. Der Horn macht keine Werbung. Wenn er das sagt, ist das seine persönliche Überzeugung. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Kaffeeshops, wo man hingehen kann. Ich bin aber, das hat sich einfach durch die Zeit so ergeben, froh, wenn man eine gewisse Qualität, also so eine Art Grundqualität hat. Deswegen ja auch ein Grund, warum man oft Lufthansa fliegt oder mit Austrian fliegt oder auch, wenn man Business fliegt, mit Turkish Airlines fliegt, weil sie eine gute Qualität bieten. Und auch in der Lufthansa bei der First oder bei der Swiss. Starbucks, wie ist das für dich? Warum bist du da so ein extremer Fan? Das hat sich früh ergeben. Also die Sache ist, die ich war durch viele USA-Aufenthalte mit meinen Eltern früher schon mal oft dort. Dort gibt es ja schon seit 30 Jahren Starbucks. Da hat sich das so ergeben, dass ich das immer sehr gut fand. Besser als das Hotelfrühstück. Und wir waren in guten Hotels, also das ist nicht die Sache. Aber es hat einfach geschmeckt, wie gerade für ein Kind oder für einen Jugendlichen. Es macht Spaß. Und so hat sich das ergeben. Und die Sache ist die, das weißt du wahrscheinlich auch noch nicht, das ist jetzt hier auch ein Highlight für dich. Ich habe mir vor 2007 oder 2008 habe ich mir vorgenommen, alle Starbucks auf der Welt zu besuchen. So, und das ist so, weil das ist so, dass deswegen kommt meine Reisen so. Und natürlich, es gibt 20.000 Stores auf der Welt. Ich werde sie nie alle schaffen, das weiß ich auch. Aber ich habe mir dieses Ziel vorgenommen und ich habe das dann beschränkt erstmal, natürlich auch weltweit, aber beschränkt erstmal auf die EMEA-Region, also Europe, Middle East, Afrika, wo es auch ein paar tausend Stores gibt. Und ich habe mittlerweile schon rund 1.300 Stores besucht auf der Welt. Und ja, das ist aber so, wie mein Reisen zustande kommt. Deswegen bin ich so oft unterwegs. Ich fliege jetzt nach Budapest. Ich tracke die ganzen Stores. Ich weiß, wann, wo neue aufgemacht haben, die Adressen, welche ich besucht habe. Ich habe da ein richtiges System bei mir auf dem Rechner zu Hause. Und ja, es sind wieder 3 neue Stores. Die müssen besucht werden bis morgen Mittag. Dann geht's wieder zurück. Gut. Also heißt auch natürlich eine gewisse Qualität. Also ich schätze zum Beispiel, stimmt das eigentlich? Da kann ich jetzt mal den Fachmann fragen. Es heißt bei Starbucks, die hätten einen eigenen Wasserfilter, der sozusagen das Wasser filtert, um den Kaffee herzustellen. Ist das so? Hast du das auch schon gehört? Ich habe bei Starbucks auch gearbeitet früher. Das war noch zu nach dem Abitur gejobbt. Hat mir auch Spaß gemacht, deswegen, ich weiß da sehr viel. Ja, die haben eine Osmoseanlage. Also jeder Store weltweit hat eine Osmoseanlage, so nennt sich das. Das heißt, das ganze Wasser, selbst wenn du auch nur Leitung, du kannst dort auch Leitungswasser trinken, das geben die dir auch umsonst. Musst du einfach mal nachfragen, wenn du Durst hast. Filterkaffee, alles, was dort ist, ist gefiltertes Wasser.
ist mir auch lieber, wenn ich jetzt in, weiß ich nicht, Beijing, Jakarta zum Starbucks gehe, muss ich nicht unbedingt das normale Wasser haben. Nee, aber das ist Pflicht so, das ist in jedem Store so, das wird auch gewartet, also da legen die sehr hohen Standard drauf, das ist richtig. Ja, auch denke ich mir, weil die Qualität dann durch einen gleichen Standard hat, ne? Weil natürlich auch, sag mal, so ein Cappuccino, ich bin ja so ein Cappuccino, Short Cappuccino Takeaway, sag ich immer, ne? Das weiß dann auch wirklich weltweit jeder, das braucht man nicht doppelt erklären. Und da bekomme ich einen guten Geschmack und der ist dann manchmal aber verfälscht, wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel da ist und aus einem Short Cappuccino so einen großen Cappuccino macht, weil die nicht immer diese kleinen Becherchen da haben. Und da sage ich immer, pass auf, mir geht es nicht darum, viel Milch im Kaffee zu haben, sondern ich will ja ein Cappuccino haben. Das heißt, ein Cappuccino ist ein Espresso mit Schaum. Wenn man das also richtig machen würde, würde man das weltweit gleich machen. Woran liegt es, dass zum Beispiel die Mitarbeiter bei Starbucks nicht alle gleich geschult werden? Dass sozusagen doch Unterschiede da sind und dass man hier vom Unternehmen vielleicht auch nicht wirklich immer Wert drauf legt, auch gutes Personal zu haben, die auch immer Lust hat. Weil manchmal erlebe ich auch das Gegenteil. Es sind nicht immer nur die Mitarbeiter, die sehr glücklich sind bei Starbucks, weil ja auch dort an der Preisschraube geschraubt wird, ne? Nee, das stimmt total. Also allgemein muss man schon bei Starbucks sagen, die Mitarbeiter allgemein sind sehr engagiert, motiviert im Vergleich zu anderen Systemgastronomien, McDonald's und so weiter. Man kriegt auch als Mitarbeiter Beteiligung im Unternehmen, Gewinnbeteiligung automatisch, selbst wenn man nur auf Teilzeit-Mini-Basis arbeitet. Ja, der frühere Chef Howard Schulz, der ja mittlerweile sich eher für Politik interessiert, also aus dem Business rausgegangen ist, der war sehr beliebt, ist wirklich so, also ist jetzt nicht gespielt oder so, das ist Tatsache, habe ich auch als Mitarbeiter festgestellt. Problem ist halt trotzdem, es wird outgesourced, es sind nicht mehr alle Starbucks auf der Welt von Starbucks betrieben. In Deutschland ist es mittlerweile auch eine andere Firma, die heißt Amres, die vertritt Starbucks hier, Polen, andere Länder. Die machen ihr eigenes Ding. Die wollen dann, also Starbucks will nur die Zahlen haben, will das Geld haben. Die kümmern sich um Einarbeitung, um Sonstiges. Und das ist auch für uns viel weniger interessant. Leider sind sehr viele weltweit Airport-Stores, Franchise- bzw. License-Stores, die in ganz anderen Unternehmen, also das ist zum Beispiel ein Unternehmen ist SSP, die machen in Belgien an den Airports, Amsterdam so weiter, machen die Stores und die interessieren sich einfach überhaupt nicht dafür. Das ist, da wirst du eingestellt wie bei McDonald's, da gibt es nichts mehr mit hier Grundsätze, Ethik und sonst was, was normal die Mitarbeiter erstmal bekommen, ja, wir stehen für das und das. Das ist einfach nur, ja, mach die Getränke, die Leute stehen Schlange, die zahlen 5 € für ein Cappuccino, mach, bring es raus und gut ist. Es ist schade, es ist leider so, aber deswegen sind auch viele Airport-Stores so. Ich sag mal nur Wien, ja. Wien Airport ist wirklich Starbucks der schlechteste, den ich je getroffen habe. Da würde ich nie wieder ein Cappuccino trinken. Jetzt weiß ich auch warum. Also ich hätte dich vorher treffen müssen, dann hätte ich das auch noch erklären können. Es gibt so viel schönere Stores, da müssen wir uns mal unterhalten. Da müssen wir mal uns treffen und dann einen Drink zusammen haben. Das machen wir. Ich würde vorschlagen, wir machen uns mal einen Deal aus, also eine Reise aus, wo wir uns bei deinem Lieblings-Starbucks treffen. Du suchst dir aus, wo dein Lieblings-Starbucks ist und ich lade dich dazu ein, da düsen wir gemeinsam hin, machen eine kleine Reise dahin, gehen uns diesen Starbucks angucken, machen dann einen zweiten VIP-Talk, ja? Das ist doch super. Und hier mit in grün sogar, ja? Das ist doch... Also. Passt, ja? Also, das werden wir uns einfallen lassen. Ich sag vielen herzlichen Dank, dass du, ich sag mal, relativ spontan, also das war also wirklich etwas mit dem Motto, ich bin dann und dann in Frankfurt, ich auch, hier hast du Zeit, da treffen wir uns in der Panorama-Lounge, machen wir einen kleinen Talk. Was auf jeden Fall für mich noch, was man noch abschließen kann, der Sebastian und ich, wir machen noch ein zweites Video. Du hast also gesagt, du hättest noch Lust, ein zweites zu machen. Ich würde gerne noch 2-3 Videos machen, ich bin dabei. Also, dann wollen wir jetzt schon mal Werbung dafür machen, für dieses zweite Video, denn es geht um das Thema Business Class. Die Frage, die ich stelle, und du wirst dann in dem Video, und ihr werdet auch in diesem Video dann wissen, wie ich das meine. Die Frage, die ich stelle, bezieht sich ein bisschen auch auf dieses Rezo-Video unter dem Motto, schafft sich die CDU ab? Und ich frage mich, gibt es eigentlich noch die Lufthansa, so wie wir sie kennen? Das will ich gerne mal mit dem Sebastian besprechen. In diesem Video wird ein spannendes Thema, denke ich, auch für dich. Auf jeden Fall. Ich kenne jetzt die Lufthansa nicht so lange wie du, aber einen Bruchteil der Zeit. Aber man merkt trotzdem Veränderungen, auch wenn man nur die letzten 5 Jahre betrachtet. Also ich fliege jetzt 29 Jahre Lufthansa. Das wird nächstes Jahr mein 30-jähriges Lufthansa. Und deswegen bin ich sehr... auch an Kommentaren dann natürlich von euch gespannt. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gibt's natürlich... Kommentieren, teilen, ne?
unser echtes Social-Media-Thema. Nochmal, es war ein echter Spaß, eine große Freude. Danke, dass du es mitgemacht hast. Und ich wünsche dir jetzt erstmal auf deiner Reise nach Budapest viel Spaß, viel Erfolg, auch vor allen Dingen bei dem Besuch der Starbucks dort, die du dann wahrscheinlich ja auch mal... Trinkst du denn da auch noch Kaffee als Abschluss? Nicht in jedem, das wäre zu viel. Nee, also mein Besuch zählt sozusagen, wenn ich drin war, der Store muss aufhaben, ich muss drin gewesen sein und muss ein Foto machen. Das ist, dann zählt er als besucht. Aber ich trinke nicht in jedem was. Okay, das ist die Aufgabe. Also von der Seite nochmal vielen Dank und bis zum zweiten Video. Jetzt gleich. und tschüss. Hast du das gemacht? Really good time.